Der Golfschwung, ein sehr, sehr kompliziertes Gebilde. Wir wissen das alle. Und man kann sich das Leben sehr, sehr schwer machen, vor allem wenn man die ersten Zentimeter des Golfschwungs verhaut. Umgekehrt, wenn man diese hier richtig macht, ich rede jetzt von dem Moment vom Wegschwingen bis zum Schaft parallel, wenn man den richtig macht, dann hat man eine hohe Voraussetzung, dass man konstante und gute Golfschläge macht. Wenn ich Schüler sehe, die bereits in dieser Phase hier gut sind, ja, dann weiß ich, dass meistens nicht mehr viel passieren kann. Und jetzt möchten wir eben genau darüber sprechen, was da so wichtig ist und was die wichtigen Punkte sind. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir in Zukunft uns nicht mehr versäumen. Ich gehe jetzt in diesem Video übrigens davon aus, dass du einen ordentlichen Griff hast und auch ein ordentliches Setup. Und wir kümmern uns jetzt wirklich nur um diese ersten Momente hier des Aufschwungs. Ich habe hier unten so Alignment Sticks hingelegt, die sind ungefähr so 5 bis 10 cm vor meinen Füßen hier. Ich nehme eine Ansprechposition ein und lege den Ball dazu, wo es halt richtig ist. Eben guter Griff, gutes Setup. Und diese Alignment Sticks hier am Boden, die werden wir nämlich gleich brauchen. Die sind für mich eine optische Hilfe für das, wo der Schläger nachher hinkommt. Und zwar, was ich haben möchte ist, wenn ich jetzt hier wegschwinge, dass der Schläger ja mehr oder weniger über diesen Alignment Sticks ist, so circa 5 bis 10 cm vor meinen Füßen. Und was ich auch noch möchte ist, dass der Schlägerkopf jetzt nicht gerade rauf zeigt, auch nicht nach hinten zeigt. Nein, ich möchte, dass er so ein klein wenig nach vorne übergelappt ist. Und wenn du schaust, das ist ziemlich genau der Winkel meiner Wirbelsäule. Das ist eine Stelle, die für mich sehr, sehr kritisch ist. Wenn hier bereits der Schläger in einer guten Position ist, der Schlägerkopf, also eben so, dann habe ich eben die Erfahrung gemacht, tun sich die Golfer einfach leichter. Alles, was in die Richtung geht im Aufschwung oder zu gerade hier, aber auch zu geschlossen, ist auch nicht gut. Ja? Alles, was davon abweicht, ist einfach etwas, wo ich dann Ausgleichsbewegungen brauche im Golfschwung. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Wir haben so wenig Zeit in einem Golfschwung, um etwas auszugleichen. Und wenn ich hier von Anfang an die Schlagfläche gleich mal richtig habe, dann sollte das passen. Das heißt, du schlägst gestisch eben hin, legst am besten so einen Alignment Stick hier, so circa 5 bis 10 cm vor den Fußspitzen, ja, machst die Ansprechposition und schwingst mal auf und schaust, wenn der Schläger hier parallel zum Boden ist. Also das ist nicht parallel, ja, das ist parallel. Dann möchte ich, dass der Schläger ebenso leicht eingedreht ist. Und ich möchte, dass der Schlägerkopf gegenüber von den Händen ist. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Die meisten Hobbygolfer machen hier den Fehler, dass sie die Schlagfläche stark hineinrollen. Ja, das schaut dann oft so aus und dann sind sie dann viel zu flach und müssen dann irgendwie oben wieder mit der Schulter oben drüber kommen und machen dann eben diese Ausgleichsbewegungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Auch sehe ich manchmal, dass der Schläger hier rausgenommen wird, ja, und das bedeutet dann, dass man dann wieder hineinfallen muss hier. Also das sind lauter Sachen, die sehr, sehr kompliziert sind. Und wenn man sich das eben erspart, ist es natürlich wesentlich einfacher. Gerade wenn man nur ein, zwei Mal die Woche vielleicht Golf spielt. Als Hobbygolfer wollen wir uns das Leben möglichst leicht machen. Und da hilft es natürlich sehr, wenn ich jetzt bereits hier schon in der Phase die Schlägerblatt gut habe, bei scharf parallel, wenn der Schlägerkopf hier stimmt. Und ich die anderen Sachen, die ich nachher jetzt hier bespreche, auch noch mache, dass die auch halt gut stimmen. In der Phase möchte ich auch, dass dir klar ist, dass die Hände eine Funktion haben. Und zwar, es gibt einen Handpfad. Die Hände gehen ja eigentlich durch die Körperdrehung etwas in diese Richtung hinein. Also rauf und hinein. Das ist hinein. Ja? Und das heißt, der Handpfad kurvt hierher. Wenn ich das dann mit dem Schläger mache, komme ich hierher. Deswegen liegt dieser Stab hier ungefähr 5 bis 10 cm vor meinen Füßen und nicht hier auf der Ballziellinie. Was ich nicht möchte, ist, dass ich so aufschwinge, dass der Schläger hier drüber ist. Manche haben das Bild, man muss da ganz gerade sein hier. Also es bringt mir nicht viel, wenn ich den Schläger hier vorne habe und dafür den Schlägerkopf gegenüber von den Händen. Auch bringt es mir nichts, wenn ich hier bin mit den Händen und da hinten oder da. Also das sind alles Sachen, die nicht funktionieren. Wir wollen auch die Hände ein bisschen mehr hineinbringen. Sie brauchen eine Tiefe, sagt man. Das ist tiefer hier.
Das ist keine Tiefe, das ist Tiefe. Und wenn ich das ungefähr, ja, wie gesagt, 4-5 bis 10 cm von meinen Fußspitzen habe, dann ist das eine ziemlich gute Stelle in der Regel. Und ich möchte also da wirklich auch vorstellen, dass die Hände gehen hinein. Ja, das ist die Idee. Kritisch ist auch, wie die Hände hineingehen. Sie gehen nicht deswegen hinein, weil ich mit dem linken Arm stark über die Brust adduziere, sagt man. Das ist eine Adduktion, wenn der Arm so zum Körper hingeht. Und wenn ich das sehr stark mache, ist das nicht das, was du machen willst in einem Golfschwung. Du möchtest, dass das Ganze deswegen passiert, weil der Oberkörper dreht, sprich die rechte Schulter als Gedanke rauf und nach hinten geht als Rechtshänder. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, ich mache die erste Bewegung, siehst du, meine Schulter geht rauf und retour, mein Kopf bleibt sehr zentral in der Mitte und ich bekomme dadurch die Hände eben hierher und eben nicht, weil ich mit dem Körper stehen bleibe und die Arme nur quasi über die Brust bringe. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe, ein Fehler, den ich ja gerade bei Seniorengolfern sehr, sehr häufig sehe. Irgendwie dieser Versuch nach Tiefe zu fischen, ja, dass man ja von innen kommt, wirft man die Arme quer über die Brust hier drüber und bekommt dann eben eine gefakte Tiefe. Das möchte ich nicht. Wie gesagt, das geht über die Körperdrehung hier. Wie kann ich dann noch kontrollieren, ob ich richtig bin? Wenn ich dann hier bei scharf parallel bin, möchte ich dann auch ein bisschen schauen, wie sind meine Körperverhältnisse, sprich, wie weit ist mein Becken gedreht? Mein Becken zeigt jetzt ungefähr ja, so 25 Grad in die Richtung. Wenn das 0 ist, ist es ungefähr 25 Grad. Mein Oberkörper ist ca. 45 Grad in die Richtung gedreht. Warum so viel? Das ist deswegen so, weil wenn ich nämlich einen vollen Schwung mache, ja, dann habe ich ja den Oberkörper ca. 90 Grad gedreht und die Hüften, das Becken ca. 45, 50 Grad. Und wenn ich hier circa bei scharf parallel bin, ist das der halbe Aufschwung. Jetzt wäre ungefähr das Becken eben 25 Grad, die Hälfte von 50 und der Oberkörper eben 45. Häufig sehe ich dann die Golfer, dass sie etwas übermotiviert sind bei der Drehung. Das heißt, sie versuchen ihr Becken schon möglichst früh, möglichst viel zu drehen, ihren Oberkörper möglichst früh, möglichst viel zu drehen. Und das ist etwas, was du natürlich dann nicht willst. Deswegen bitte teile das ein wenig ein, dass du eben hier bei scharf parallel eben nur oben 45 und unten 25 gedreht bist circa. Und das kann man dann super beobachten, wenn man hier mal stehen bleibt. Dann sieht man das, aha, wie bin ich da circa? Kriegt man einfach ein bisschen ein Gefühl, es muss nicht perfekt sein. Aber einfach etwas, worauf man achten kann. Ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen. Ich habe gesagt, die rechte Schulter geht rauf und retour. Das soll eine Andeutung darauf sein, dass man natürlich in der Phase schon bereits beginnt, dass man mit dem Körper zum Kippen beginnt. Das heißt, die linke Schulter geht runter, das linke Knie flext ein wenig, das rechte Knie beginnt ein wenig zu strecken. Wichtig ist, dass ich das nicht sofort mache, also maximal, sondern das teile ich mir ein. Und wenn ich jetzt hier bei scharf parallel bin, hier habe ich ihn bereits mit diesem Prozess begonnen. Ich habe es nicht so gemacht, dass ich jetzt schon am meisten gemacht habe, aber ich machte das einfach so kontinuierlich. Ich möchte nicht, dass du dann glaubst, dass du quasi flach wegdrehen musst, also sprich so wegdrehst am Anfang. Das ist ganz, ganz schlecht. Wir wollen diese Kippung hier. Und wenn du hierher kommst, ja, und du gehst hierher und legst den Schläger hierher, dann siehst du, aha, die linke Schulter ist tiefer wie die rechte. Dann hast du einen ganz guten Leitfaden mal für die erste Hälfte deines Aufschwungs auf alle Fälle mal. Jetzt wirst du dich vielleicht noch fragen, was machen meine Hände und Ellbogen? Da gibt es ja dieses berühmte One-Piece-Takeaway. Hat, glaube ich, fast jeder von uns gelernt. Dieses berühmte Dreieck hier zwischen Schultern und Arme. Und man soll dann ein Dreieck hier bis hier hinten zurückschwingen. Das Problem an dem One-Piece-Takeaway ist, wenn man das nämlich dann lernt, sich die meisten Golfer das machen. Ja, dass sie bis hier hinten schwingen. Das heißt, der Schlägerkopf ist in einer Position, die viel zu weit unter der Ebene ist. Ein komplett überdrehter Körper bereits in der Phase. Ich zeige das mal nochmal hier vor. Also ich bin kein Fan des One Piece Takeaways und ich würde das auch bei dir nochmal überdenken, ob du das nicht etwas anders machen willst. Und zwar so, wenn du jetzt hier stehst, möchtest du dir die Beugung der rechten Hand oder beziehungsweise des rechten Armes einteilen. Du hast dir bereits im Setup den rechten Ellbogen ja, ein klein wenig gebeugt und du möchtest während des Aufschwungs ja,
dass der rechte Ellbogen zum Beugen beginnt. Also nicht gestreckt wie beim One Piece Takeaway, sondern du beginnst langsam zum Beugen. Das sind nicht viele Grade, ein paar Grad, aber es beugt auf alle Fälle. Und das Zweite, was auffällt, ist, der Ellbogen hier bleibt nicht am Körper kleben, sondern er geht auch ein klein wenig hier weg vom Körper. Was ich nicht möchte, ist, dass der Arm komplett gestreckt ist, der rechte, und hier gestreckt bleibt und ganz weit weg geht. Und ich möchte auch nicht, dass ich ganz herbei bleibe und überwinkel. Also es gibt gerade so ein herrliches Mittelmaß. Und das heißt, ich möchte dann ungefähr, dass es dann bei Schaftparallel circa so ausschaut. Ich bin hier ein bisschen weg, ein bisschen gebeugt. Der linke Arm übrigens ist auch ein klein wenig gebeugt. Er ist sicherlich näher zu gestreckt als zu stark gebeugt, aber er ist etwas gebeugt. Was du nicht machen willst, ist, was auch oft so ein bisschen auch gerne erklärt wird, dass man hier versucht, viel weiter zu bekommen, also möglichst langen, weiten Radius. Das gibt eben diese Streckung hier, führt dann eben zu diesen Aufschwüngen hier, wo du dann überdreht bist und solche anderen bösen Sachen machst in deinem Golfschwung. Das heißt, bitte teile das ein, wieder hier, auch die Beugung hier, diese Beugung hier im linken Arm, im linken Ellbogen. Schau, dass da ein bisschen Abstand ist, aber nicht zu viel, und dass der rechte Ellbogen ein bisschen mehr gebeugt hat als im Setup. Ja, und das kann man dann wieder hier wunderschön auf unserer Station trainieren. Du stellst dich hin, die Hände kurven hinein, nochmal zur Wiederholung. Du kommst hierher und dann siehst du, aha, das passt. Und wenn das dann eben so ausschaut oder so ausschaut, das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen, wie gesagt, hierher kommen, dass der Schläger genau gegenüber von diesen Alignment Sticks ist am Boden. So ein bisschen vor der Fußspitze, die Hände haben hineingekurvt, linke Schulter ist ein bisschen tiefer. Und ja, das sind einfach ein paar Checkpoints, die du unbedingt befolgen solltest, um eine erste gute Position zu bekommen. Jetzt ist aber noch etwas sehr, sehr Spannendes. Und zwar, wir haben auch noch eine Sache zu lösen mit der Wirbelsäule und mit dem Start des Beckens. Und zwar, wenn du startest, ja, ist es sehr, sehr typisch, dass gute Golfer zuerst einen kleinen Impuls nach links geben. Das heißt, die gehen zuerst ein klein wenig nach links und lassen sich quasi nach rechts zurückfedern. Ich habe übrigens zu diesem Thema bereits ein Video gedreht, das kannst du hier oben nochmal in der Infokarte anschauen, beziehungsweise werde ich es unten auch in der Beschreibung verlinken. Auf jeden Fall, wenn du jetzt hier bist und ein klein wenig nach links gehst hier, dann ist es sehr typisch, dass das Becken ein klein wenig nach rechts schiebt. Das heißt, ich möchte nicht, dass das Becken hier bleibt und du so wegdrehst, sondern das Becken wird ein klein wenig, nicht viel, aber ein klein wenig nach rechts gehen. Warum? Weil das bringt meine rechte Hüfte ein bisschen höher, meine linke Hüfte ein bisschen tiefer, meine rechte Schulter ein bisschen höher, meine linke Schulter ein bisschen tiefer. Das sind diese Seitenneigungen, die man unbedingt braucht im Golfschwung. Und die kannst du bereits hier in der ersten Bewegung erledigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, mache ich so eine kleine, feine Linksbewegung. Man sieht es kaum, lass mich zurückfedern, bin mit dem Becken vielleicht so viel, gerade ein bisschen nach rechts gegangen, und jetzt kann ich dann anfangen mit dieser ersten Bewegung, und jetzt bin ich bereits in einer sehr, sehr guten Position, um den Schwung fortzuführen. Vielleicht fällt dir dabei auch auf, bei dieser kleinen Bewegung, dass ich jetzt nicht das gemacht habe, dass mein ganzer Kopf mitgegangen ist, sondern mein Kopf bleibt absolut exakt hier in der Mitte, während ich das mache. Ich habe das Gefühl, dass mein Becken ein klein wenig rechts von meinem Oberkörper ist, das ist mein Gefühl. Ist ein bisschen individuell, muss ich zugeben. Wenn du jemand bist, der das exzessiv macht, ist es natürlich kein gutes Gefühl. Aber wenn du dich öfters filmst und du siehst, dass du im Start hier diese Bewegung machst, hier, ja, dann bist du sicher ein Kandidat dafür, der ein bisschen mehr von dieser kleinen Schiebbewegung am Anfang braucht. Einfach die meisten Golfer, was ich bisher gesehen habe. Also das bitte auch noch zu beachten bei der Sache. Weil ich hier übrigens auch gerade die Sonne direkt hinter mir habe und einen Schatten vor mir habe, da bietet es sich auch zum Beispiel ganz toll an, dass man sich hier, ja, dass man sich hier den Kopf ansieht. Ich habe ihn direkt vor mir, das wirst du wahrscheinlich jetzt auf der Kamera nicht sehen, aber ich kann jetzt hier meine Silhouette sehen, mein Kopf ist hier. Und wenn ich jetzt hier aufschwinge, diese kleine Bewegung mache, sehe ich zwar, mein Becken geht ein klein wenig nach rechts, aber der Kopf bleibt hier, der geht nicht mit. Ja. Und das ist einfach eine Übung, da kannst du selber hinschauen und das einfach ein bisschen trainieren, dass du ein Gefühl bekommst. Es muss nur bis hierher sein, einfach damit es mir passt. Check nochmal meine Knie, linke Knie ist gebeugt, rechts ist gestreckt. Und die linke Schulter ist tief, die rechte Schulter ist hoch. Das sind so diese kleinen wichtigen Sachen, die gerade hier am Anfang so wichtig sind. So, was fange ich jetzt an mit dieser ganzen Sache? Jetzt werden wir kleine Schwünge machen. Okay, wir werden jetzt nur Schwünge machen von hier bis hier. Du wirst dann vielleicht oft sagen, okay, das ist klar, das habe ich jetzt mal gehört, ich habe dieses YouTube-Video angeschaut, ich verstehe das. Das denke ich jetzt. Nein, das ist nicht, woran du denkst.
Das ist etwas, was du dauernd trainieren musst. Da musst du dich immer wieder vor einem Spiegel hinstellen und dir selber zusehen. Ja, ich habe zum Beispiel hinter der Kamera hier auch einen Spiegel, da kann ich mir genau zusehen, wie das ausschaut. Ich schaue übrigens zum Ball zuerst. Ich schaue zum Ball, schwinge bis scharf parallel und dann schaue ich erst hin. Aha, passt, Schlägerblatt passt. Und ich kann genauso auch eine Kamera hinstellen. Es ist kein Fehler, wenn man so sich ein kleines Stativ besorgt, wo man sein Smartphone darauf einspannen kann, das es im Golfberg gibt und sich ab und zu selber filmt. Wir brauchen dieses Feedback, weil sonst können wir nicht kontrollieren, was wir machen. Also extrem wichtig, bitte filmen ab und zu, damit du eben auch diese Sachen gut lernen kannst. Wenn du übrigens die Kamera positionierst, dann empfehle ich dir, dass du sie gegenüber von deinen Händen hier, also genau hier auf dieser Linie von den Händen, auf Höhe der Hände platzierst. Das ist der beste Ort, um das zu kontrollieren. Also kommen wir zur Übung, wenn ich das dann im Gefühl habe und das Herz zu stellen zu können. Ja. Hier, das hier, ich schaue übrigens nicht hin, sondern mache das nur so. Dann versuche ich mal so eine kleine Bewegung zu machen von hier bis hier. Versuche nur einmal das Gefühl für den Aufschwung für die erste Phase zu bekommen. Der Ball ist gleich 30 Meter geflogen und auch komplett schief auch. Ja. Also ich mache das noch einmal hier. Häufiger Fehler, wie gesagt, ist das hier. Du wirst hierher kommen. Ja, und das würde ich mal einfach so mal trainieren. Übrigens, kleiner Tipp, wenn du jemand bist, zum Beispiel, der hier reinrollt, ja, oder das One-Piece-Takeaway ein bisschen übertrieben hat, ja, dann hilft es sehr, wenn du einen Alignment-Stick nimmst und ich würde den hier auf die rechte Seite des Griffes hier hingeben und irgendwie versuchen, hier zu greifen, ja, das heißt, ich habe das jetzt hier so und gebe ihn auf die rechte Seite. Und wenn ich jetzt hier wegschwinge, kann ich jetzt quasi nicht weglegen. Das schaut dann so aus hier. Das heißt, ich kann dann eigentlich nur so weggehen. Ich kann nicht das machen, weil das mich blockiert. Da bekommst du ein bisschen ein Gefühl dafür, wo du hin möchtest. Das fühlt sich am Anfang zwar ein bisschen extrem an vielleicht, aber wenn du das dann danach anschaust, wirst du sehen im Video, dass es dann eigentlich perfekt sein wird. Das sind für die, die den Schläger sehr stark da hineinrollen. Also wenn du einer da bist, bitte leg da einen Alignment-Stick hin, gib ihn rechts von deiner Körpermitte und mach ein paar Schwünge so, einfach um das Gefühl zu kriegen, was der Schläger machen soll. Wenn du jedoch jemand bist, der den Schläger gerne so zu steif da rausnimmt, also hier mehr so steil hier, dann machst du das genau umgekehrt. Dann gehst du hier auf diese Seite, auf die linke Seite vom Griff, auf die linke Seite von deinem Körper und jetzt kannst du quasi hier eigentlich nur noch in die richtige Position kommen. Das heißt, es wird sich mehr so anfühlen für dich, ja? Also genau dieses Rollen hier. Und wenn du jetzt das falsch machst, dann wirst du merken, das wird dagegen halten. Das heißt, je nachdem, was du brauchst, wer du bist, wähle deine Medizin und gib diesen Alignment-Stick auf die Seite, die du brauchst. Und wie gesagt, wenn du das einmal verstanden hast, brauchst du das nicht mehr, machst du diese kleinen Schwünge und dann wirst du sehen, wenn das dann einigermaßen so ausschaut, wie ich es dir gesagt habe, eben, dass der Schlägerkopf hier stimmt, der Schaft über den Alignment-Stick hier ist, Schultern gleich gekippt sind, Kopf in der Mitte, Ellbogen sind okay, dann wirst du merken, dass dein Golf signifikant besser werden sollte, zumindest konstanter. Ich habe letztens ein Video gedreht zum Thema Driver und wie man mit dem Driver beginnen soll zu schlagen. Da habe ich auch ein paar Übungen, die von Grund auf aufgebaut sind und würde dich bitten, dass du dieses Video anschaust. Da kannst du lernen, ein guter Driver des Golfballs zu werden. Also bis dann drüben auf der anderen Seite. Tschüss!